Das Dieters Wälder-Podcast. Spannende Geschichte von besonderen Leuten. Servus, ich bin's der Dieter. Und bei der Episode ist auch für mich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Und zwar einen Termin zum Kriegen mit Elias Schwärzle aus Lingenau. Mittlerweile ist er nicht mehr viel zu Lingenau, weil er ist weltweit unterwegs und zwar erfolgreichst, das kann man sagen. Er ist professioneller Fahrradfahrer geworden, er übt einen Beruf aus, wo es vor 5 Jahren eine GRG hat, angefangen die ganze Geschichte wirklich durch die Decke zu gehen mit seinem Studienkollege in Innsbruck, wo wirklich noch eine Single-Welt sich geändert hat mit dem Fabio Wiedmann, der nur Blödsinn im Kopf gehabt und Videos gemacht hat, die durch die Decke gegangen sind. Mittlerweile hat er eine eigene Modelinie, eine eigene Fahrradakademie mit 20 Mitarbeitern, amtierenden Weltrekordhalter mit dem schnellsten Mountainbike-Fahren mit 272 km/h und. Also, kein bisschen leise und er lebt seinen Traum. Und ich freue mich, dass ich ihn mitnehmen kann. Es gibt 2 Teile. Ich habe es leider nicht geschafft, alles über den Teil einzubringen, aber ich kann Ihnen sagen, es rentiert sich. Jetzt ist es soweit und ich freue mich ganz fest. Ich mit mir auf die Reise zum Nie mit mir und Elias Schwärzler. Also heute bin ich ein klein auswärts gefahren, und zwar auswärts auf der Autobahn, dann fahre wirklich links weg und dann habe ich da am Kreisverkehr ein Gebäude gefunden, im 2. Stock sehe ich da oben und heißt Senders Akademie. Und ich bin jetzt bin einem jungen Kerl. Ich habe einen ganz jungen kennengelernt. Jetzt ist er etwas älter geworden, aber genauso agil und frech, als wie ich ihn damals kennengelernt habe. Elias Schwärzler. Servus, Elias. Servus, aber die Rehan. Es ist echt total schön, dass du auch Zeit nimmst, weil es ist gerne mal so einfach, Zeit rauszunehmen für dich, weil bei dir geht alles nur noch rund ums Fahrrad. Aber da werden wir noch eine klingende Riese. Ich würde gerne sagen, ein Lingenauer Wälder erobert die Welt. Kann man das so sagen? Ja, kann man schon so sagen. Ich meine, wir haben eh gerade ganz kurz noch davor geschwätzt und haben gesagt, es ist halt wirklich wie ein Traum. Also wir dürfen oder ich darf gemeinsam mit dem Team, wo aber hinter mir steckt, wirklich einen Traum leben. Und das ist das Coolste. Und von dem her kann man es vielleicht schon so sagen. Lebe deinen Traum. Ja. Aber fangen wir jetzt mal an. Jetzt sind wir beim Elias Schwärzler. Schwärzler ist ein Lingenauer. Also Geschlechter hat der Schwärzler-Dynastie Lingenauer. Wo kommst du her? Mein Hausname müsste Kapperler sein, das müsste passen. Oder? Ja, genau, Kapperler, das ist richtig. Ja, voll. Ich bin jetzt Lingenau aufgewachsen und ein echter Kapperler, wenn es so sein würde. Also Schwärzler, ja, genau. Wenn man Schwärzler Lingenau hört, denkt man an einen Landeserich, oder einen Erich, das dürfte dein Onkel singen. Das ist mein Onkel, genau. Dein Onkel, der Toni ist dein Vater. Genau, der richtig. Ist der ORF. Technikmeister. Genau, Singst, richtig. Glaub, genau. Mittlerweile in Pension. Technischer Leiter, genau. Technischer Leiter. Mama ist die Irmgard, glaube ich. Genau, Juppenschneiderin. Die ist Juppenschneiderin. Genau. Ja. Jetzt hat mir gefallen, wenn man so ein Downhill heißt mit als Juppenformat. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Juppe ja schon sehr traditionell ist und ich glaube, da sollte man gerade noch ein bisschen aufpassen. Aber, dass man sieht. Genau. Verhunzt auf gut. Ja, genau. Ja. Aber warum nicht? Ein Holstenberger zur Wald, mir ehrt das Auto und grüße das nie. Ja, voll. Ja. Also das ist auf Mamas totales Hobby, ne? Volles, ich würde es nicht einmal sagen als Hobby, sondern das ist ihre Leidenschaft. Und so, ja, so wie sie es Juppe machen hat, haben sie es Radfahrer. Und genau, ich meine, da muss man schon dazu sagen, wenn ich vielleicht gerade einen Schritt weiterkomme, ich höre das mit dem, dass jetzt wirklich das Radfahrer am Beruf ist für mich, das habe ich schon, der Tennis schon nicht ganz leicht gehabt, das muss man schon sagen, weil du hörst halt schon der Bregenzer Wald. Ja, das ist halt nicht so normal, dass du jetzt, ich habe mein Studium zum Beispiel auch wirklich abgebrochen, also ich habe mein Studium angefangen und es nicht fertig gemacht. Und war dann schon ganz, ganz schwierig mit anderen Leuten zu reden. Ja. Oder auch für meine Eltern, muss man ganz ehrlich sagen, war das schon nicht ganz einfach. Weil sie hat mir dann gefragt, so, ja, was machen denn deine Söhne und deine Kinder? Und nachher halt... Ja, der Bernhard, Daniel ist Doktor und Klaus hat einen super Job im Sutterlütti. Ja, und was tut der Jüngste denn so ein bisschen? Ja, der tut also halt sind, Radfahrer. Genau. Also Bernhard und Daniel kennen jetzt halt gut. Also mit denen haben wir viel zusammen geschafft und wirklich Veranstaltungen. Und das ist echt ganz fest geholfen. Ja. Die 2, aber der Klaus, den kenne ich persönlich nicht, aber der ist auch ein
der Älteste ist. Genau, Klaus ist der Älteste, dann Bernhard und dann Daniel. Genau. Mhm. Ja. Und Danny. Ja, und der Klaus ist beim Sutterli. Genau, richtig, ja. Genau. Okay. Ja. Haben die mit Sport, also so wie der Bernhard und der Daniel kennengelernt, haben immer auch raffiniert, also total hilfsbereit und eher auf der technischen Seite gesehen. Bist du der Einzige, wo jetzt im Prinzip, ja, so. Da muss ich gerade mit lachen. Ich glaube, wenn Klaus das hört, wird er auch lachen. Also Daniel und Bernhard voll technisch, Klaus und ich überhaupt nicht technisch. Also das heißt, Klaus und ich waren immer schon die, die voll sportlich begeistert waren. Also Klaus und ich waren beide im LAZ, der Fußballauswahl, okay, sind beide ins Sportgymnasium gegangen. Und Daniel und Bernhard, also die mittleren zwei, sind beide in TTL gegangen. Also jüngste und älteste Klaus und ich sind Sportgymnasium, Vollsport. Klaus ist ja immer noch beim FC Rotenberg voll dabei. Genau, ja. Ja, ganz spannend. Jetzt, ganz eine spannende Frage, wenn ich mir für dich vorstelle, du in der Volksschule und ich jetzt Lehrer wäre, ist das überhaupt möglich gewesen, dass man die 3 Stunden einen Hockreihe gebraucht hat, wie, wenn du dich zurückerinnerst? Ist das überhaupt gegangen? Wie zurückgedacht? Ja, das ist wie zurückgedacht. Ich kann mich erinnern, dass ich glaube, ich hätte dann schon ruhig sein können. Aber an das, was ich mich enorm erinnern kann, ist, dass ich allein schon nur beim Fußballspielen in der Schule schon enorm ehrgeizig gewesen bin. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich halt nie verlieren wollte. Also ich habe das kleinste Spiel in der Schule war für mich da ist es um durchgegangen. Ja. Und wenn du verloren hast, dann spockt oder was? Ja, das ist schon richtig, ja, voll. Ja. Ja. Also hörst du das von klein auf, ein Ziel zu haben und sehr Ehrgeiz? Also Ehrgeiz? Ja. Bist du mit den Schulkollegen gut gegangen oder hast du da ein bisschen kämpfen müssen mit denen? Ich bin ja relativ klein und ich bin früher auch immer in der Klinik gewesen. Ja, hast du dich nie wehren müssen? Ja, schon ein bisschen wehren müssen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich war das dann auch noch ein Punkt, warum ich den Team- und Mannschaftssport eigentlich gerne mal wirklich so gern mögen hören, weil du bist immer bei einem Team-Mannschaftssport, das ist das Positive, du bist immer von einem anderen, vom ganzen Team abhängig und wenn du jetzt keinen so guten Tag hast, dann zieht das Team mit, aber auch genau andersrum. Und das ist halt, das war dann auch beim Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen, ein großer Grund, warum ich gesagt habe, dass ich jetzt einen Einzelsport machen will wie Radfahrer, wo ich für alle Entscheidungen selber verantwortlich bin. Wenn ich gut fahre, bin ich selber schuld, blöd gesagt. Wenn ich stürze, bin ich auch selber schuld. Und beim Fußballer, gerade man muss man ja wirklich sagen, in einer Amateurliga, wo ich dort gespielt habe, dort ist es halt so, dass du bist halt jetzt selber 100% verantwortlich. Und das hat mich schon viel mehr zu dem Einzelsport gebracht, weil ich dort selber verantwortlich bin und selber entscheiden kann, ob das funktioniert oder nicht. Und selber auch der es dann im Griff hat. Genau. Was für Poster sind bei dir drin gegangen im Kinderzimmer von Stars oder was mal wäre, Herr Schweller? Das ist ja ganz groß, Cristiano Ronaldo. Oder? Ja. Also echt, oder? Ja, voll. Ja. Herrschen will ich schon mal drauf. Ich meine, das könnte ja jetzt irgendwann einmal. Du sagst, alle Träume werden wahr. Ja, voll. Ja. Muss mal eine Aktion mit dem Cristiano machen. Schön wäre es tatsächlich, ja. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich da aber die Interessen schon ganz gewaltig geschiftet sind und ganz gewaltig umgegangen sind. Bei mir ist jetzt zum Beispiel auch so, dass ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr wirklich Vorbilder im Sport her, sondern eher in der so in die menschliche Richtung Vorbilder her, wie so vielleicht auch in die Richtung Unternehmertum, aber auch in die Richtung, aber wie man menschlich immer besser wird und so weiter. Und da jetzt haben sich die Interessen schon ganz krass verändert. Genau. Was für ein Vorbild hättest du jetzt, wo dir spontan hingefällt? Ich würde jetzt nicht wirklich, aber auch nicht Vorbilder sagen, sondern eher so inspirierende Personen. Mhm. Ich finde, man kann sich von enorm vielen Leuten draussen, von ganz grossen Leuten enorm viel mitnehmen, was einen inspiriert und was einen immer Tag für Tag immer besser macht. Mhm. Und, aber das ist, glaube ich, ein hartnäckiges Ziel, jeden Tag besser zu werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben aber gerade im Vorhinein ein bisschen darüber geredet. Das, was ich jetzt da tue, das ist eine hundertprozentige Leidenschaft, wo du voll hundertprozentig dahinter bist und wo du auch nichts anderes tust. Ich habe das vorher schon gesagt, das ist jetzt nicht mehr so. Ich gehe nicht fort. Ich
das klingt jetzt blöd, aber ich habe keine andere Kollegen, weißt du, man. Also das heißt, meine Mitarbeiter im Büro, das sind meine besten Kollegen, das muss man halt wirklich so sagen. Da kommen wir dann noch, dazu, was du, was für ein kleines Imperium du mittlerweile schon herrschst, das natürlich ganz spannend ist. Also du setzt wirklich alles auf eine Karte, das ist deine Leidenschaft und da steckst du alles an deinem Investment und an deiner Energie. Und gehst schlussendlich aber auch das Risiko eng natürlich. Ja. Andere Freunde, andere Hobbys klingen jetzt zu vernachlässigen, mal jetzt zur Zeit. Oder? Ja, voll. Ich mein, ich muss ehrlich sagen, vielleicht das auf eine Karte setzen ist vielleicht falsch gesagt, weil auf eine Karte setzen ist für mich, du setzt alles auf Rot und es kann auch schief gehen. Ich sage, wir buhren mit dem, was ich da mache, haben wir so eine Reichweite und buhren so viel auf rundherum, dass es jetzt nicht boah, das kann nicht schief gehen oder nicht, sondern das ist schon. Das ist schon alles nicht irgendwie so auf eine Karte setzen, aber schon, es gibt nur das, das ist mein Lehrer. Genau. Eben, wenn wir zum Thema Reichweite kommen, da diese Social-Media-Geschichte, da reden wir nachher nochmal ein. Und da hat das mit was Schürzische gekommen, wo ich das gesehen habe. Reden wir nachher. Ne? Ja. Woher hast du wirklich das noch entdeckt, das Fahrradfahren, dass das Dings ist? Ist das in der Jugend gesehen oder ist das in der Kindheit schon gesehen? Wo gesagt, das ist geil. Also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, gut, das ist im Brennerzer Wald, glaube ich, immer so, du wachst halt mit dem Fahrrad eigentlich fast auf. Oder? Also das heißt, du hast ja immer so Kinderfahrrad und so ist man immer schon umgeschanzert daheim. Bei mir ist es tatsächlich dann viel cool, dass ich einen guten Kollegen her, der City so gewohnt hat, Elias Hackspiel. Und ich glaube, der seit dir auch noch jetzt, der ist dann ganz viel so, sag ich, ein Weltcuprenner dann gefahren. Also wirklich klar. ganz gut und auf einem enorm hohen Niveau. Und das ist dort mein bester Kollege gewesen. Und der hat mich dort eigentlich schon immer mehr in die Richtung gebracht. Ich meine, ich habe dort ganz klar rausgefunden, dass Aufwärtsfahren jetzt nicht so, nicht so wings ist. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich halt abwärts direkt wieder, dass mir das erstens viel mehr Spaß macht und dass ich dort viel besser bin. Und so sind wir halt, immer halt tagweise haben wir halt am Roterberg verbracht und dort halt Waldwege gefahren. Und so ist Waldwege, was die Erden, was die Wege geht, aber geschittert voll. Genau, richtig, voll. Hast du da auch schon die Downhill-Rädler gehabt oder hast du dort noch normale Fahrer von Mama mitgenommen? Nein, das waren dort schon ganz normale Mountainbikes. Aber wo das dann natürlich immer mehr war und immer mehr war, haben wir dann schon, das weiß ich nicht, das ist auch eine witzige Geschichte, aus dem Internet halt so ein 300-400 Euro Downhill-Bike dann gekauft, das 25 Kilo gehabt hat. Und das war dann ganz spannend. Und dazu mir dann auch, gibt es tatsächlich noch ein paar Videos online vom Roten Berg, wo ich dann irgendwie probiere, da mal zum Schanzen. Ist ja ganz spannend. Ne? so hat die ganze Geschichte nachher angefangen. Und dann bist du gekommen. Wir haben uns kurz dann einmal getroffen, da hast du eine Idee gehabt, mit diesem Hittisberg-Lift in Hittis auch zum Winter-Downhill-Weltcup-Dings machen, wo du Racing wirst. Da bin ich, wo ich im Gemeindevertretung sind, mit dieser Idee und gesagt, du hast jetzt einen Vogel, das tut das gerne nicht. Aber schlussendlich ist nicht das zustande gekommen, aber es ist im Prinzip diesen Bikepark Brandner da zustande gekommen. Und der hat ja mit dir auch was zu tun, ne? Genau, richtig. Also grundsätzlich hat es zu der Zeit, wo ich angefangen habe, in der ganzen Umgebung einen kein einziger Bikepark oder Bikestrecke oder so irgendein Ski. Und ihr dann tatsächlich auch gemeinsam mit den jetzigen Gründern vom Bikepark Brannertal, mit der Zem habe ich 2012, schätze 12, 13, habe ich der erste Freeride- und Downhill-Verein Vorarlberg gegründet. Und bin dann da auch Obmann gesehen und aber über das werden das Schnee-Downhill-Rennen Coden. Genau. Und und nachher ist dann 2014 der Bikepark Brannertal entstanden, aber vom Philipp und vom Mike, das ganz inspirierende Personen sind. Und und das ist eigentlich dann ein super Punkt für mich, weil war ich endlich ein Zuhause gehabt, wo ich auch können, jeden Tag Radfahrer können. Und das war dann wirklich super. Ja. Genau. Wenn Sie jetzt angucken, ich meine, von der Entwicklung her, im Brägerzer Wald, ich meine, es gibt ausgewiesene Mountainbike-Strecken, wo man ein paar Trails sind, im Verhältnis natürlich alles sehr mager. Hätte auch dieses Downhill-Geschichte Potenzial gehabt im Brägerzer Wald, zum so als auch, also auf die Landkarte zum Schreiben, ein touristischer Bereich oder ein Jugendbereich, wie schätzt du das hin? Also, für mich ist es eine ganz einfache Antwort, und zwar, ich finde das so zu schade, dass der Brägerzer Wald das verschlauft. Wir haben
Wir haben mal eine Show in Mellau gehabt, bei der Talstation haben wir mal eine Show gehabt. Und dort haben wir 1000 Zuschauer gehabt bei der Show. Ja. Und ja, und noch auch, ich verstand es nicht, warum der Wald da nicht draufkommt. Weil, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Radfahren, das wird immer, sagen wir mal, immer professioneller, immer mehr Leute fahren, aktiv fahren. Du musst dir vorstellen, das ist vielleicht auch eine Zahl, die jetzt wirklich gewaltig ist. Und zwar auf der Welt ist das Radfahren unter der Top 10 der meist ausgeführtesten Sportarten der Welt. Also das heißt logisch, da geht es nicht nur um den Downhill-Sport, aber alles, was mit Radfahrern zu tun hat. Und ich finde, um auch Konflikte aus dem Weg gehen zwischen Wanderern und Radfahrern, sollte man da auf jeden Fall der Radfahrern irgendeinen Platz bieten. Und es ist halt einmal so, wenn du auf Leogang guckst, wenn du auf Saalbach schaust, wenn du auf Schladming schaust, wenn du auf ins Brannertal schaust, das ist ein riesen Tourismus. Da kommen wirklich Leute von ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz, kommen in die Gebiete zum dort ein Wochenende verbringen, zum dort in Restaurants zum gehen, zum Essen, zum dort Radfahren. Und da geht es nicht nur um die ganz Gestörten, die, weiß nicht, wie tanzen mögen, sondern da geht es um den normalen Erwachsenen, der einfach auch eine schöne Enduro-Runde fahren will und mit dem Lift da unterstützt werden will und coole Trails fahren will und gemeinsam mit den Kindern was erleben will oder gemeinsam mit den Kollegen. Yeah. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich finde es schade, dass man das leider verschlafen hat, weil da ja so viel dabei steckt und vor allem, weil das Thema ist, hey, wir im Bregenzer Wald sind ja prädestiniert dazu. Wir haben Lift, wo man nicht einmal mehr was machen müsste, dass man Bikes mitnehmen könnte, ja, wo es so gut gehen würde. Aber ja, der so Winter, ist der ich glaube, man ehrt das Alte und grüßt das Neue, ist da jetzt ein Neckauts benannt. Ja. Ich glaube, dass man ein bisschen Angst hat oder Respekt hat. Man will immer sanften Tourismus machen und nicht diese Tourismusindustrie. Das wäre aber kombinierbar, oder? Weiß nicht, ob die Aussage tatsächlich wirklich stimmt, weil im Winter sind wir ja volle Tourismusindustrie. Gibt ja recht. Also das heißt, du kannst jetzt nicht sagen... Ich komme von Mellau oder Mülz gerade heute und genau. Her am Parkplatz geht, wo 1500 Autos platzen. Ja, genau, richtig, ja, voll. Das stimmt. Thema ist einfach, ich glaube, es sind da zwei, drei Gründe, die da ein bisschen dazu spielen. Erstens, alles was neu ist, ist schon vielleicht jetzt nicht so gut. Das hat man früher noch nicht gemacht, also ist es jetzt auch nicht so gut. Das spielt natürlich wiederum da rein, dass der Skitourismus gerade im Bregenzer Wald vielleicht immer noch viel zu gut läuft. Dass man halt noch nicht überlegt, was könnte man jetzt zum Beispiel im Sommer noch machen, wie könnte man Liftanlagen oder sowas auch zweischichtig nutzen. Und der dritte Punkt ist natürlich sicher ein großer Punkt, spielt wieder mit dem ersten drauf hin, das Neue ist vielleicht nicht so viel wert, sind halt die Grundstückbesitzer. Oder? Also du musst natürlich sagen, ja, im Winter da mal schnell eine Skipiste drüber machen zum Lassen, das weiß man, das macht man schon über Jahre, aber da halt ein Mountainbike-Trail zum Hin. Gürtel, weißt du, genau, Gürtel. Genau, richtig, ja, voll. Und wenn man das jetzt halt auf dem Sommerhofer legt, ja, dann muss man da schauen, wie tut man jetzt mit der Landwirtschaft, wie tut man mit der Kühe, wie tut man mit allem drum und dran. Aber muss gemeinsame Lösung. Genau, richtig. Ja, aber muss man aber auch ehrlich sagen, dass man das zum Beispiel im Brannertal super diesen gemeinsamen Weg gefunden hat. Also das heißt, dort gibt es sehr, sehr viele Gespräche mit, aber mit einer ganzen Alpe dort haben wir, dort wird sehr viel gewirtschaftet, auch mit denen zusammen, weißt du, man, dass das Ganze halt auch funktioniert. Und dort funktioniert es sehr, sehr, sehr gut. Genau. Ich bin mal gespannt, ob es mal ein Thema sein kann. Es kann nicht einmal irgendein Rotspeiz, dass die Autos halt schlussendlich den Rang abspielen. Ja, du musst, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das würde ich nicht einmal sagen, vielleicht, sondern ist da bin passiert. Ich davon definitiv überzeugt. Und zwar, der Radsport, der ist gar nicht so klein, wie man denkt, sondern der ist riesengroß. Wenn du Tourismusregionen anschaust, wie Saalbach, Hinterglemm, hast du gesehen, wie es da in einem Sommer abgeht. Ja, da wirbelst du dir. Also da wirbelst du. Aber das hat der professionelle Tourismus. Oder? Das ist genau, immer dieses Thema. Ja. Na, spannend. Auf jeden Fall das Thema mit Radfahrern. Wir haben viele Radfahrer, wir haben E-Bike, aber es gibt ja verschiedene Randgeschichten. Und es muss nicht alles nur Downhill sein. Oder? Definitiv. Was du machst. Ja. Jetzt bist du jetzt aber mit dieser Geschichte mit dem Radfahrer. Also wo ich das mitgekriegt habe, also das heißt, ja, du bist in Innsbruck dann am Studieren. Ja. Dann hast du mir irgendwie gesagt, das Studium mit der Älteren, irgendwann einmal hast du gesagt, Studium, hast du irgendwo einen Nagel gehängt. Was ist schon dort passiert? Ich bin auf Innsbruck gegangen, und wo ich auf Innsbruck gegangen bin zum Studieren, habe ich während dem Studieren der Fabi Wittmer kennengelernt. Und wir zwei, wir haben uns direkt super verstanden, weil ja, wir haben nur Radfahrer im Kopf gehabt, sagen wir das. Genau. Und wir haben dann gemeinsam eine Videoserie gestartet und die Videoserie hat Six Series geheißen. Und die Videoserie hat innerhalb von nichts so eingeschlagen, dass das für uns eigentlich wie ein Traumstart war. Warum? Du musst dir vorstellen, wir haben die Videoserie gemacht, nicht wegen dem Hintergrund, hey, wir können da jetzt Geld verdienen und was nicht was, sondern wirklich wegen dem Spaß. Und nachher ist es so gegangen, dass die Small-Sponsoren zu uns hergekommen sind und gesagt haben, hey,
ist jetzt vielleicht schon wieder ganz normal, aber ein Sponsor ist zu uns gekommen, der hat gesagt, hey, er gibt uns das Fahrrad, aber ohne Geld dafür, dass wir das machen. Und wir so, hey, wir machen ja nur Videos, oder? Mhm. Und so sind wir eigentlich langsam zu dem Punkt gekommen, dass wir dann ja immer mehr Sponsoren sind hergekommen und haben das Geld dafür gegeben. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber zu dem Zeitpunkt 2015, wo das bei uns gestartet hat, dort hat es diesen Beruf, den ich jetzt ausübe, dann hat es halt nicht gerne gegeben. Sondern dort war es so, du hast Radfahrer, wenn du jetzt im Radfahrer oder allgemein im Spitzensport unterwegs warst oder im Extremsport, schau mal Skifahrer. Wie kannst du im Skifahrer Profi sein, indem du beim Weltcup mitfahrst? Wie kannst du es beim Radfahrer sein? Ja, indem du beim Weltcup mitfahrst und dort unter der Top 5 mitfahrst, dann kannst du damit Geld verdienen. Aber so ist jetzt kein Weg hier. So, und wir haben jetzt da eigentlich eine neue Sparte geschafft, indem wir Videos gemacht haben, mit diesen Videos natürlich enorm viele Leute erreichen können. Und da kommt natürlich das klassische Thema von Sponsoring dann wieder zum Griffen, wo dann halt natürlich Firmen gemerkt haben, so, hey, es bringt also viel mehr Return on Invest für eine Firma, wenn sie es jetzt zum Beispiel uns geben, wo wir so eine große Reichweite haben, wie wenn sie es jetzt zum Beispiel einem anderen Sportler geben, der vielleicht einmal im Weltcup einmal 20 oder 30 wird. So, und nachher ist es immer größer geworden. Und nachher war der super Punkt, dass wir dann nachher 2016, also nach einem Jahr, haben wir beide 500 Euro im Monat für unsere Sponsoren verdient. Und nachher haben wir gesagt so, hey, ganz ehrlich, wir müssen es probieren. Weißt du mal, die Chance, dass wir jetzt noch mehr Videos machen können, vielleicht wirklich unseren Traum leben können, die haben wir genau jetzt. Und deswegen, weißt du mal, wir haben dann gerade 500 Euro Ketten, mit 500 Euro haben wir unsere Wohnung zahlen können und haben gerade leben können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es. Voll cool. Und tun. Genau, tun. Und nachher haben wir gesagt, so, okay, wir tun jetzt einmal das Studium nur stilllegen. Also das heißt, wir könnten nicht mehr noch weiter studieren, wenn es nicht klappt. Und nachher hat das Ganze so gut geklappt, dass halt die Videoaufrufe immer mehr waren. Und so, zack, innerhalb von einem halben Jahr, dann später noch eine Million Follower. Dann noch jedes Video über Dutzende Millionen von Aufrufen. Wir haben dann Videos gemacht, die über 100 Millionen Aufrufe. Ein Video, über 100 Millionen Aufrufe. Und genau, noch ist das halt immer weitergegangen, immer größer geworden. Und ja, noch ist das Ganze halt so gut gelaufen, dann haben wir unsere eigene Bekleidungsmarke dazu gemacht. und ja, dann ist das Ganze Zemko. Und noch haben wir gesagt so, ey, ich glaube, das mit dem Studium brauchen wir jetzt nicht mehr. Genau, zu tun. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das wirklich so ein flüssiger Übergang. Das war zuerst so, ja, immer auf weniger Kurse gegangen und nachher. Ein bisschen geschlampert. Genau, ja, wirklich, wie du sagst. Ja, und nachher zumal war es dann halt gar kein Kurs mehr und zwei Jahre später war es dann halt auch kein, wie sagt man, Studienbeitrag mehr. Und dann war es dann halt irgendwann wie, oder? Also. Ich weiß nicht, du bist schon mit Fabi Wittmann mal City so gesungen und da sind wir ein Brandrode da. Ah ja, genau. Genau, richtig. Genau. Also das haben wir ja mitgekriegt, dieses Video gibt es ja auch. Genau, und das Video hat mittlerweile auch 100 Millionen Aufrufe. Echt, wo man sieht, das habe ich gesagt. Richtig, ist. Genau. Also das heißt, was müssen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer hingehen, dass sie zu den Videos kommen? Boah, es gibt viel. Also du kannst entweder hingehen, Elias Schwärzler, du kannst Fabio Wittmann hingehen, du kannst Six Series hingehen, das ist Six die Video-Episode gesehen. Ja, du kannst viel hingehen, dass man zu viele Videos kommt. Genau. Ja. Ja. Also mittlerweile ja, Hunderte bis zu Tausende von Videos haben wir ja mittlerweile gemacht. Ja. Unglaublich. Genau. Wie haben da dieses Videogeschichte, wenn ich fragen kann, weißt du, ich mache jetzt Podcast, aber du auch nicht, ein bisschen Video machen. Mhm. Ich bin jetzt 3 Jahre dran, ich habe es noch nicht geschafft, dass mir ein Sponsor angekommen hat. Ja. Also ich glaube, ich mache jetzt falsch. Boah, ich glaube, ich muss schon ganz ehrlich sagen, für mich ist das ganze Thema Videomacher ein mega spannender Punkt, weil ich glaube, das war auch der Grund, warum wir so erfolgreich waren sind mit dem Videomacher. Wir haben nicht ein Video gemacht, damit das Video schön ausschaut. Sondern wir, unser Gedanke war so, weißt du, man, bei uns war es nicht so, boah, ich ein ganz gutes Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Action her, ich mache ihren Sprung und über den Sprung mache ich irgendeinen Trick drüber. So, in die eine Seite ist die schönste Landschaft, in die andere Seite ist eine Müllhalde. Hey, wenn der Sprung Richtung Müllhalde viel krasser und viel höher ausschaut, dann filme ich in die Richtung. Dann ist mir das wurscht, wie schön das auf die andere Seite ausschaut. Und ich glaube, das war so ein ganz klassischer Punkt, dass wir auch bis zum Schluss wirklich nicht irgendwelche große Filmemacher hergeholt haben, die für uns irgendwelche Videos gemacht haben, sondern ich habe die Videos gemacht, so wie ich das sehen will und wie ich in meinem Kopf dann erkennen kann, dass ich das will. Ja. Ich kann zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, dass wir uns teure Filmemacher hergeholt haben, die uns Kamera, irgendwie eine Ari oder eine Red, eingestellt haben und
mir das aber selber gefilmt. Also ja. Die sind nur da gewesen, um die Kamera einzustellen. Weil mir einfach gesagt haben, so, hey, Alorsche, wie man die Kamera hebt, wie die Kamerabewegungen sind, mögen wir selber reinbringen, weil wir da für uns selber so ein Gefühl entwickelt haben, wie kommt das bei den Leuten best an. Und ich glaube, das hat enorm viel ausgemacht, dass wir aber nicht so für irgendwelche Filmemacher verloren und sondern das war eigentlich, das Videomachen war genau gleich viel Hobby für uns wie das Radfahren. Ja, genau. Und diese Kombination und genau das, was im Kopf ist, ist ja dann wieder zu sehen. Genau. Und das begeistert uns. Ja. Ja, voll. Und das ist auch zum Beispiel, muss man ehrlich sagen, der Fabio fährt ja für Red Bull und da haben wir die ganz, ganz hochwertigen Videos gemacht, wo wir dann zeitweise ja knapp 10, 11 Monate an einem Video dran waren. Ja. Und dort ist es so, dass halt voll, also die meisten Ideen, die da dahinter sind oder auch das ganze Gefilmte, kommt sehr, sehr viel wirklich von mir innebracht oder da haben wir beide so gut Händchen gehabt, weil wir halt gesagt haben, hey, wir mögen es so machen, dass nicht nur Leute, die Radfahren, das cool finden, sondern bei uns muss das Andita cool finden, bei uns muss das, weiß nicht was, jeder einfach cool finden und sagen so, boah, ja, das ist jetzt ein lässiges Video, singe in die Richtung. Und, also es, genau, es steckt in der Mühle wirklich Ärzte hinter. Ja, und ich habe mit Fabi auch immer mitgekriegt, oder ich meine, ihr filmt und dann das Stunt funktioniert nicht gleich, sondern da fliegst du fünfmal auf die Schnur. Nein, würde ich auch wieder anders sagen. Du musst, tatsächlich, also das ist auch Ärz, was ich zum Beispiel bei uns in der Akademie ganz groß zeigt, das ist, und zwar alle du würdest jetzt denken, dass die Sportart, was ich mache, extrem gefährlich ist. Und der hat das eingeschätzt. Ja. Genau, und da muss ich jetzt halt gerade dazwischen wieder grätschen. Ich habe, seit ich Profisportler bin, noch nie mit dem Lehrbahn Knochen gebrochen gehabt. Und das kommt alles ganz krass darauf an, wie du das Ganze machst und wie du mit dem Ganzen umgehst. Ich habe den Weltrekord gemacht, ich habe 272 km/h mit dem Fahrrad gefahren. Aber heißt das durch das, dass ich das mega gefährlich gemacht habe? Nein, ich habe den ganzen Weltrekord und alle Videos, alles, was wir gemacht haben, haben wir so gut vorbereitet, weil schon mal, ich kann mir das auch nicht leisten, dass ich mir jetzt wehtue und nach einem halben Jahr ausfliege. Kann ich mir nicht leisten. Geht nicht, will ich mir auch nicht leisten. Und darum muss ich all das, was ich mache, so gut vorbereiten, dass Sicherheit an der obersten Stelle steht. Weil ich will mir nicht wehtue. Ich gehe nicht raus und mit dem Ziel, boah, ich gehe jetzt so ans Limit, dass ich einen Sturz in Kauf nehme. Sondern ich tue das Ganze so gut vorbereiten, dass ich sage, okay, logisch kann immer ein Lenker brechen und es kann immer irgendwas Ungeplantes passieren. Aber trotzdem muss ich mich so gut auf die Sache vorbereiten, dass ich alle Eventualitäten blödsinnig rausgefiltert habe und dass ich nachher weiß, das, was ich mache, mache ich sicher. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, warum das bei uns so gut funktioniert hat, weil man halt nicht einmal nur dumme Sachen gemacht haben. Logisch, kannst jetzt du hast nicht für den Zufall überlaufen, sondern einfach genau, richtig. Genau, logisch, genau kannst jetzt, viele würden jetzt sagen, so, ja, was redet ihr denn jetzt da? Ihr habt irgendwelche, du bist 272 Gramm am Fahrrad gefahren. Ja, aber wenn du wüsstest, was aber dahinter steckt, mit der ganzen Vorbereitung, mit der Sicherheit, wo man wirklich nur das eine Video, ein ganz ganzes Jahr lang geplant hat. Also ein Jahr lang nichts anderes du wie ein einziges Video planen. Unglaublich. Ganz kurz Gefühlswelt. Was hast du da gedacht, wo jetzt an dem Seil dann gehangen bist, wo das 202er ist, 210, 220? 272. Ja, schlussendlich bist du bei dem gelandet. Ja. Was ist da in deinem Kopf vorgegangen? Hundertprozentiger Fokus. Also es ist ganz, ganz witzig, da könnte man zum Beispiel jetzt mit dem Rick gerade reden. Der Rick hat am Start immer mit mir geredet und ich weiß von der kompletten Kommunikation gar nichts mehr. Also das heißt, ich war so fokussiert, da war auch 0% Angst dabei. Weil für mich ist zum Beispiel, ich habe hier eine Dokumentation auch gemacht, die zum Beispiel im Kino gelaufen ist, die im Cineplex Honens gelaufen ist, die auf Amazon läuft immer noch, die auf iTunes läuft. Und die Dokumentation geht darüber, The Fear of Speed, also die Angst vor der Geschwindigkeit. Und für mich ist ein ganz großer Punkt, also hey, wie geht ein Extremsportler mit Angst um? Und Angst kannst du im großen Punkt natürlich überwinden, wenn du weißt, was alles passieren kann. Und wenn du das ganz genau rausgeschlüsselt hast, wie du damit umgehen kannst. Und darum war bei mir in dem Moment auch 0% Angst dabei, 100% voller Fokus auf den Moment, wo ich jetzt gerade da war. Und das ist wirklich, das sieht man vielleicht auch zwar Aufnahmen, ne? Wie, also ich muss ehrlich sagen, ich habe nie in meinem Lehrer, habe ich mich so erlebt wie dort beim Weltrekord, dass ich so in meinem Fokus drin war, egal gewiss, dass das mit einem Mensch so sein kann. Genau. Also du kannst wirklich Grenzen neu erkennen oder du kannst die auch nie mit diesen. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen? Ist das Ding gesehen oder ist jemand anderer auf die Zukunft jetzt, wird die Zoo jetzt machen?
Boah, wie bin ich auf die Idee gekommen? Das ist eine gute Frage. Das Ganze ist tatsächlich schon ein bisschen aus einem Spaßsuchs entstanden. Also das heißt, ich habe von einem Sponsor, einen Teampartner, blöd gesagt, der fährt Motorrad, also so Rennmotorrad. Ja. Und der hat dann zweimal, sind wir dann irgendwo, ich glaube, vom Sponsor aus haben wir ein gemeinsames Treffen gehabt. Und nachher sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, hey, wir könnten ja mal ausprobieren, da hinten ein Motorrad herzuhören. Und nachher, eine Woche später, war ich dann schon am Slowakia-Ring wie am Dunder mit Singer, Motorrad-Kombi, mit einfach irgendeinem Fahrrad von mir. Und nachher habe ich mich einfach hinten reingehängt. Und nachher waren wir schon 220 km/h sind wir schon gefahren. Nur einfach so, einfach was ohne Vorbereitung und wirklich, ich habe mich immer mega sicher gefühlt. Und nachher habe ich mir gedacht, so, das war dann spannend, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo es nur ein Spaß war, habe ich den aktuellen Weltrekord schon um 50 km/h überschritten gehabt. Weil der alte Weltrekord war bei 100, ich glaube 162 oder irgendwie so. Und ich bin einfach 120 gefahren beim ersten Test eigentlich, genau. Und nachher haben wir gedacht, okay, hey, ich glaube, da können wir mehr draus machen. So ist denn das. Genau, und nachher Guinness World Record. Und nachher, das war natürlich auch wieder ultra spannend, wieder was Neues mit Guinness World Record was zusammen machen. Ja, wo du dann auch gucken musst, dass du die ganzen Partner auch für so einen Weltrekord herkriegst, weil nur das Guinness World Record da ist und herkommt und dass du den Button da hinkriegst, ich glaube, er hängt eh da im Büro, der da zahlst halt dann Huffer Geld. Also ein Weltrekord kostet 45.000 Euro, nur dass du einen Weltrekord machen kannst. Das Guinness World Records, dir seht, das ist ein offizieller Guinness World Record. Kannst du 45.000 Euro genau. Umblättern? Richtig. Na komm, ja. Genau, richtig. Dass da irgendjemand da steht und dir sagt, herzliche Gratulation, du hast einen Weltrekord. Ja. Genau. Und im Weltrekord bucht er noch. Genau, richtig. Ja. Ja, und währenddessen der Weltrekord jetzt schön eingedreht wird, will ich jetzt die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen, und zwar bei meinem Kooperationspartner der Weltversicherung aus Andelsbuch. Vielen Dank dafür. Ein großer Dank geht auch an meine Ärzte zum Schmüllerler-Partner, und zwar der Uli Treu, die Reinelli Simmer und der Seppelmaurer, die haben uns jetzt 3 Jahre lang mit 45 Episoden Gedichte, Geschichten, Liedertexte, Witze von verschiedensten Plänzerwälder Sprachkulturen zum Besten gebracht. Vom Vorderwälder, Mittelwälder und Hürderwälder Dialekt. Vielen Dank dafür. Wir haben eine neue Idee, wir machen weiter mit einer anderen Geschichte. Wir blieben natürlich der Tradition, dem Plänzerwälder Dialekt treu. Freue dich schon darauf, was da kommen wird. Und jetzt gibt es natürlich noch zum Schluss von Ärzte Schmöllerner eine schöne und spannende Episode von Reinelde Simmer. Reinelde Simmer mit der Saunawieber. Saunawieber, wer gesund sind will, der loset's dau. Wer schön sind will, der ohne Gau. Wer gen fit ist, hör auch zu. All die müssen selber jetzt tun. Und selb, was könntest du dir denken? Könntest du dir selb gern Freude schenken? Und gesund und fit sind alles dazu, dem fang doch gleich das Herz ab, du. Weil das Beste, das wärst wie bereits, ist in der Sauna wohl ein Schwitz. Es wird um Ringe, Geist und Brust und im Garten steigt auch die Lust. Gübers doch kein Saunabad, wie besüget ewig schad. Tut wie glatt und Muskeln fest, tut wohl dem ganzen Körper richt. Beim Sauna steigt drum Körperlust, du fühlst kein Weh, hast kein Frust. Du fühlst dich einfach wieder jung, wie bei 20 so im Schwung. Drum und das ist gar kein Schand, Sauna wie bei Rosa glücklich sind. Fast Übermut kommt mings mal auf, weil meist sind alle halt gut drauf. Litt et der Maul jetzt in der Luft, so von einem Eukalyptusguss der Duft, denn wird bei meinem Körper dingles Leben wach und das ist doch eine gesunde Sache. Wenn es Pusen tuss, ein kurzer Sprung im frischen Schnee gibt wieder Schwung. Ganz ohne Herz, wie ist das ein freies Wild und kutzelt überall gleich. Man merkt, wie das Herz kräftig schlägt, der Körper gerne das Leben hat. Der Bus ist straff und tut schon glatt Glück, dem der drauf jetzt zu holen hat. Schauen sieht man die Töme nicht, bloß fragt man, wer es glauben würde, ein schöner Körper vom Herrgott da schaffen, auch da muss man schauen, man muss nicht gleich gaffen. Wenn das Herz aufstaut und die Rösli spitzt, wenn die Saunawieber schon fest schwitzt, wenn die Augen von der Kling gläsen, dann kann man nicht mehr bloß übers Wetter reisen. Dann merkt man, das Leben ist pur dau, man muss die Natur bloß wirken lassen. Und wird denn alles ein bisschen Sexappeal, den glaubst du bist am Räteziel.
Lieber, lieber, sie ist wohl, sind laut zum gesund bliebene Zaunergau. Mit anderen, oh, die Fröde tolle, den Kasch will liebes Glück selb holen. Kund Zauna wie bei dir wird Zimmer, wie der Humoro aller Stimme. Zauna hilft für jeder Schmerz, bringt die Wallung, Geist und Herz. Drum machen wir weiter auf die Wies, wie do zum Maul im Paradies. Holtet so der Körper grüßt und gräh, den sind uns ewig dankbar mehr. Jetzt hören wir diese Weltrekordgeschichte. Ich meine, bei dir geht das wirklich also 24-7, du sagst, du lebst für die Geschichte Tag und Nacht, ja, mehr oder weniger. Und aus dieser Geschichte ist eine Sendersakademie entstanden. Und mittlerweile, ihr guckt, ich habe da mehrere deutsche Ansprechpartner gefunden. Ich meine, die Firma ist in Rankweil, aber auch in Deutschland. Mittlerweile, ich glaube, 20 Mitarbeiter, ich meine, das ist ja unglaublich. Ja. Wie hat das ganze Geschichte angefangen und was ist dein Ziel von dieser Sendersakademie? Wie hat das angefangen? Ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Das Thema war immer schon so, wir sind so enorm viral gegangen. Wir haben Autogrammstunden gehabt, wo wir am Morgen um 8 Uhr angefangen haben und so abends um 5 Uhr fertig sind. Also das heißt, wo man wirklich Winterberg, bei so Veranstaltungen, wo man wirklich 5, 6, 7, 8, 9 Stunden lang durch unterschrieben haben. Und irgendwann ist das unterschrieben, das ist cool, weißt du, das ist super, aber irgendwann denkst du so, gibt es da vielleicht noch ein bisschen mehr. Und nachher bin ich drauf gekommen, dass mir das viel besser taugt, wenn zu mir jemand sagt, so, hey, wegen dir bin ich weitergekommen. Und wegen dir bin ich vielleicht sogar in der Schule weitergekommen. Wegen dir bin ich allgemein im Lehrer vielleicht weitergekommen. Okay. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann, er war auch schon, das haben der Forscher erzählt, von Anfang an den Punkt gehabt, dass ich eigentlich eine App mache, weil wo jeder einzelne Trick beim Radfahrer ja einfach angezeigt wird. Und nachher ist dann glücklicherweise für mich tatsächlich Corona, ich habe immer schon gewusst, es braucht enorm viel Zeit und Aufwand, um das Ganze zu erstellen. Nachher ist glücklicherweise Corona gekommen und ich habe meine Videoprojekte natürlich nicht machen können, weil mit Reisen und so weiter und auch mit Veranstaltungen waren keine mehr. Aber für mich war das genau richtig, weil ich gesagt habe, so, jetzt ist der Punkt da, jetzt kann ich wieder am Starten. So, nachher habe ich angefangen. Und nachher habe ich angefangen, riesen das Ganze ordentlich zusammenzufassen. Und dann haben wir gedacht, so, ja gut, aber was bringt es mir, wenn ich dir sage, dass du dich beim Backflip, beim Rückwärtssalto nach hinten drehen musst? Ich glaube, das weißt sogar du, dass man das tun muss, oder? Und viel mehr ist es beim Backflip tatsächlich nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber da ist es halt so, das Wichtige bei dem ist, wie kann ich mich überwinden, oder? Weil das Einzige, was du da hast, ist Angst, den nach hinten zum Dreier. Und dann sind so Gesichter dazugekommen, dass ich aber gesagt habe, hey, ich will voll viel von dem auch mit denen bringen. Wie tue ich Ängste überwinden? Wie kann ich besser lernen auch? Wie tue ich vielleicht den Tag auch besser planen? Weißt du, wie kann ich da voll viel für die Schule zum Beispiel mit denen bringen? Dann habe ich gesagt, so, hey, aber eigentlich mag ich es auch nicht, wenn jeder Jugendliche noch mehr am Handy umsüchtelt und die ganze Zeit nur am Handy scrollt. Aber auf anderer Seite will ich wieder auch wieder sagen, wie haben es Fabio und ich geschafft, so viral zum Gehen und so viel zum Aufbauen, blöd gesagt. Und nachher habe ich das wieder reingebracht. Also so auf einer Seite, wie kann man das Handy auf die Seite legen, aber auf der anderen Seite auch, wie kann man es positiv nützen. Und wenn es positiv nützt, dass jetzt daraus lernst, genau richtig, einen Mehrwert hast. Ja, genau richtig. Dann ist es wieder gegangen, okay, wie kann ich denn Fotos und Videos machen? Okay, wie tut man Videos genau erstellen? Wie haben Fabio und ich das Ganze gemacht? Ja, und nachher sind da... Aber das sind mehr oder weniger alles selbst beigebracht. Natürlich ein bisschen Supportkette, aber mehr oder weniger... Aus eigener Feder. Genau, weil du musst dir natürlich denken, den Job, den wir gemacht haben oder machen, den haben wir auch selber in die Welt gerührt, oder? Also das heißt, es gibt jetzt niemanden, der uns irgendwie gefallen vorschreibt, wie das Ganze geht oder geht muss. Was zum Beispiel auch ein ganz spannender Punkt ist, und zwar in dem Radbereich, wenn du jetzt eine ganz normale Fahrtechnik hernimmst, wie du zum Beispiel Kurve fahrst oder wie du springst, dann hört sich die Evolution vom Rad, die war ja die letzten Jahre ganz, ganz gewaltig. Räder sind immer besser geworden, Strecken sind immer besser geworden, Radfahrer allgemein, die Sportler sind immer besser geworden. Aber weißt du, was sich nicht verändert hat? Die ganzen Fahrtechnikbücher, die gibt's immer noch, geschrieben vor 2000er Jahren. Und die Fahrtechnik, die ist eigentlich mittlerweile komplett anders, wegen anderer Fahrzeugen, wegen anderer Fahrräder und so weiter und so fort. Und das dokumentiert eigentlich bis dato niemand wirklich. Also
so viel Fahrtechnik, die auch wirklich bei Ausbildungen falsch gemacht wird. Und nachher nicht aber alles neu aufgenommen, so ein bisschen. Und genau, mittlerweile ist die Sanders Academy halt riesengroß. Hunderte von Inhalten. Wir haben die Möglichkeit, das ist was ganz, ganz Spezielles. Und zwar, dass du aber direkt einen Profi an der Hand hast. Also jetzt Mitglied von der Sanders Academy, lernt blöd gesagt mit dem Profi zusammen. Nicht nur vom Profi, sondern mit dem Profi zusammen. Also du hast die Möglichkeit, als Jugendlicher immer Schritt für Schritt irgendwelche Videos zu machen und die dem Profi zum schicken via WhatsApp und nachher du stehst im direkten Kontakt mit mir. Also Jugendliche, die bei mir in der Akademie sind, die schreiben jeden Tag mit mir. Und das ist halt ultra cool. Und vor allem, was jetzt noch viel wichtiger ist, und zwar das Thema Sicherheit. Ich weiß noch, ich habe meine Mama und meinen Papa zum Beispiel, bei denen ist es schon immer so gesehen, warum haben sie das Radfahren so gut gefunden, wegen dem Thema Sicherheit. Weil sie halt immer gesagt haben, hey, so, Bub, das ist enorm gefährlich. Ja. Genau. Und soll ich dir was zeigen? Und das ist jetzt ein ganz spannender Punkt. Logisch ist das Radfahren gefährlich, wenn du nicht lernst zum Radfahren. Weil das ist das Gleiche in jeder anderen Sportart. Sind wir jetzt zum Beispiel so gerne in einer Musikschule. Wenn du eine Trompete lernst, ich habe früher Trompete gespielt. Wenn du eine Trompete lernst, wo machst du das? In der Musikschule. Und dort lernst du Techniker, wie du blasest, Techniker, wie du griffst, Techniker, wie du die Musikstück spielst. Aber beim Radfahren, in der gefährlichsten Sportart der Welt, was tust du dort? Du gehst einfach auf die Strecke und fährst Fahrrad. Logisch ist es klar, dass du dort Technikfehler machst. Und Stürze resultieren aus Technikfehlern. Das ist so ein bisschen das, was ich den Leuten weiterbringen will, ist logisch, du gehst sogar ins Fußballtraining. Warum? Damit du eine bessere Schusstechnik hast, damit du den blöden Ball ins Tor nicht triffst. Und beim Radfahren, logisch, muss ich die richtige Kurventechnik haben, dass ich mit der Kurve nicht rausfliege. Und das ist aber sowas, aber mit dem Radsport gibt es noch so wenig Training und da haben wir aber mit der Sanders Academy aber was ganz Neues und Einzigartiges gegründet. Das gibt es so auf der ganzen Welt noch nicht, in dem Ausmaß. Und, unglaublich. Ja. Also es ist wirklich so. Ich meine, außer als Quasel, ich meine, ich habe jetzt gerade am Skifahrer gesehen, weil die Masterswoche, die Seniorenwoche in der Mellau ist, der Woche lang, da sind wir 50-jährig, 60-jährig, 65-jährig und lernen jetzt Skifahren mit dem Trainer. Ja, genau. Also ich kann viel rein. Bernhard Moll ist mit uns auf dem Weg gesehen und hat uns Techniken gezeigt. Ja. Aber wir meinen am meisten, ja gut, das kann ich eh. Oder? Ja, voll, ja. Du musst mir nichts mehr zeigen. Ja, ja, voll, ja. Ist der Wälder nur so mehr oder weniger gepolt oder sind andere auch so? Oder sind... Ich glaube, als Skifahrer ist das beste Beispiel, wo man mit dem Radfahrer voll verglichen kann. Warum? Weil zum Beispiel, ich schätze, jeder Wälder oder die meisten Wälder können halbwegs auf Ski Stau und halbwegs gut Skifahren. Ohne einen Hate. Genau, oder richtig. Oder einen Kästchen. Mittlerweile Kästchen. Ich bin mit 4 Kästchen gefahren ohne einen Hate. Ah, ja, genau. Und hier geht es also aus. Ja, und dann ist es halt so, beim Skifahren, wenn du dort einmal rausfliegst, ja gut, dann rutschst du auf dem weißen, weichen Schnee daher und dann stehst du wieder auf und fährst weiter. So, beim Radfahrer... Jeder von uns da draussen, ja, aber jeder von uns da draussen kann Radfahren. Jeder denkt sich so, ja, ich kann ja Radfahren, weil ich kann ja auf 2 Räder fahren. Ja, ja, voll. Aber dass das halt auf einer Strecke was anderes ist und dass es dort halt um Technik geht. Und das ist das Gleiche wie beim Skifahren. Ja, wenn du dort am Innenski ausrutschst, dann ist es nicht die Schuld vom Ski gewesen und nicht Schuld vom Schnee, sondern es ist deine Schuld gewesen, weil du zu viel über den Innenski gefahren bist. Keine Ahnung. Und beim Radfahren, wenn du rausfliegst, tut es dir nicht weh. Aber beim Radfahren ist es halt so, ja, der braune Dreck, der ist halt hart. Und der tut halt weh. Richtig, und dann ist es halt so, wenn, drin. Genau, und wenn du halt nicht kannst und die Technik falsch machst, dann rutschst du halt aus und dann tust du weh. Ganz einfach. Ja. Im Prinzip ganz einfach. Ja, ganz spannend. Wenn ich könnte es wirklich Stunden bis zulassen. Spannend wird es sein. Du hast ja im Prinzip eine große Reichweite und der Servus Dieters Wälder Podcast natürlich auch eine große. Ja. Sehr große. Aber im Prinzip im Mikrobereich zu deinem. Wir machen das natürlich in unserer Stammsprache im Bregenzer Wälder. Wenn du das verstaut ist deine deutschen Fans, wenn sie jetzt der Podcast lassen, deutet. Schwierig, ja? War schwierig, ja. Also das heißt, man müsste einen Übersetzer, gell? Einen Translator. Ja, genau, ja. Wie kann man, Untertitel können wir gar nicht machen, weil Podcast hat kein Bild, gell? Ja, das stimmt, ja, voll. Das aber da gibt es mittlerweile gibt's eine AI, künstliche Intelligenz, und da können wir einfach, können wir uns sogar in Englisch machen. Also so was der Rick hat mir gerade vorgestern was so ein Tool zeigt, wo du einfach Stimme einfach übersetzen kannst. Genau, also da kannst du Dinge stimmen, die da plötzlich super fließend Englisch.
Ist ja super. Ich kann sogar, was, ich glaube, ich hatte mir irgendwas gesagt von Slowakisch. Sogar. Ich kann jetzt nüchtern, kann ich richtig gut Slowakisch. Also du willst zeigen, wir könnten diesen Podcast auf Englisch translaten? Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt Wälder Dialekt, ob er ja schon so klug ist, dass es das kann. Aber wenn man es... Es wäre ein Experiment. Du, also von der Zeit her, es ist normalerweise, man tut immer ein bisschen Znüngere dazwischen, dann eine Pause machen. Ich habe noch so viele Fragen. Ich glaube, wir machen einfach ein zweiter Teil. Das können wir ja machen. Also, genau, also du kannst es machen, wie du willst. Ja. Weil jetzt tun wir wirklich, er klingt Znüngere. Also ich möchte wissen, was ist im Prinzip so eine Sendersakademie, was man da denn auf den Tisch tut. Du hast ja gesehen, ein Nüssli oder ein Riegel, oder das ist da Desire Send It. Irgendwie. Ja, genau. Ja. Jetzt lass mich überraschen, wir machen natürlich den Foto. Ja, ich habe halt nichts vorbereitet. Gell, also. Ich weiß schon, aber so flexibel wie du. Sensationell. Ja. Und was ich noch tun will, nachher am Schluss, und da machen wir dann vielleicht so gerne ein kleines Video, auf Ding Weltrekordreitli hochhocken. Ja, sensationell. Dass das ja auch das Gleiche eben mit der Juppa. Ja, super. Also jetzt machen wir ein kleines Päusle und dann werden wir das Level. Super, bis gleich. Währenddessen, dass wir eine wunderbare, gesunde Pause haben, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich habe schon gemerkt, diese Euphorie, diese Leidenschaft und der Fokus von unserem lieben Elias. Der zweite Teil wird kein bisschen leiser. Da haben wir noch ganz, ganz spannende Themen. Da geht es natürlich auch um seine Influencer-Tätigkeiten mit über 400.000 Abonnenten auf Instagram und auf YouTube. Wie kann man das überhaupt schaffen, dass das funktioniert, mit Videos zu machen? Und wirklich seine ganz, ganz große Vision, wo er uns erzählen wird. Ebenso natürlich noch ganz was Privates über Liebe, Glück, Zufriedenheit und auch der Glaube kommt nicht zu kurz. Freuen wir uns auf den zweiten Teil mit mir und Elias Schwärzler. Abonniert fleißig und erzählt weiter. Ich freue mich fest. Euer Dieter.